Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Mit am Start, Tati und Bagisch. Und wir haben ein Paket. Darauf haben wir so lange gewartet. Die haben uns eiskalt vergessen. Übrigens, Shoutout an Coco, das ist gesponsert. Unser nicht verdientes Sponsoring. Nur durch Connections bekommen. Grüße geht raus. Ja, muss auch sein, Leute. Auf jeden Fall ist es jetzt da und wir freuen uns. Sogar Nico wollte kommen, extra dafür, aber er hat es trotzdem nicht geschafft. Super saftig war, glaube ich, der Code. Straßenname. Rabattcode super saftig, gönnt ihn euch. Ich glaube, ich werde auch einkaufen mit dem Code. Die Kooperation soll erhalten bleiben. Alter, echt dumm, dass wir den zu spät Bescheid gegeben haben, weil sonst vielleicht viel früher schon längere Partnerschaft möglich gewesen. Und ja, jetzt am Ende des Channels, wo der stirbt, wo die Zusammenarbeit für die vielleicht nicht mehr so geil ist, wo der Support nicht mehr, wo euer Support nicht mehr am Start ist. Also, jetzt holt es Macadamia-Nuss raus. Das gibt's gar nicht. Das war ausverkauft. Die Starz ist drin. Ja, vielleicht ist irgendwie drin, man weiß nicht. Hat die Welt so drei Mousse aus. Drei Mousse, ja. Alle waren ausverkauft. Er nimmt so das vierte. Die vierte Wahl nimmt er dann. Oh mein Gott. Ja, warte. Was war da drin? Da war so eine Zeitung drin, Mann. Ja, wir müssen doch alles durchschauen. Er schreibt mich an, ich soll es rausholen, Alter, und jetzt auf einmal Ding. Alter, ich will doch sehen, was der so für Extras macht. Also, das ist halt so eine Zeitung von denen. Pigan ist schon krass, Mann. Schau, auch die Verpackung, gell? Hier so. Ja. Safe. Auge aufs Detail, Mann. Ja, Mann. Er denkt an alles, Mann. Junge. Vorbild. Zeitung mit News heute, oder? Über die... Ah, Saisonkalender, ja. Ganz geil. Junge, das ist schon heftig, Mann. Was alles sogar ich hatte da echt schon. Sogar echt Ding, Mann, hier so schön mit, gibt es auch mal ein Rezept und so, wie man das macht. Ja. Zutaten, Anleitung und. Ja, echt gut, Mann. Recycelbares Papier. Ja, das auch, Mann. Alles. Alles, bis ins kleinste Detail. Also echt Respekt. Und sonst, was ist noch hier drin? Keine Ahnung. Gras ist gut. Gras ist gut, du hast schon Bade, oh, oder? Keine Ahnung, halt hier so ein bisschen Werbung oder Prospekt, so. Prospekte, Werbung. Läuft. Keine Ahnung. Läuft. So. Läuft. Der Lieferschein. Nicht leaken. Gut. Sollen wir uns jetzt mal was rausholen hier? Wie machen wir es jetzt? Holen wir was raus, probieren wir oder erstmal alles rausholen? Nein. Keine Ahnung, wie wollt. Ich dachte, eins rausholen, essen. Ja, genau, machen wir so. Das ist Beste, Mann. Das sehen wir. Betonung liegt auf Essen. Fangen wir mal an, ich hab Hunger, Mann. Essen wir mal hier. Ja, Mann. Fangen wir mal mit denen hier an. Was ist das überhaupt? Ich hab vergessen, was wir gekocht haben. Ja, Mann. Erdnusskerne mit Barbecue. Ravioli. Ah, ja, das hat Nico bestellt. Ja, das hat 500 Gramm. What the fuck? Krasses Teil. Schaut viel aus, Mann. Ja, lass mich lieber lesen, während du isst. Das ist viel besser. Lass doch mal gucken, was drin ist, Alter. Ich esse gerne, Mann. Hier, probieren. Okay, das habe ich noch nie so gesehen. Nichts mit Schweinefleisch und auf geht's. Das ist so Nicknock-mäßig. Ja. Eine gute Süße. Die sind nicht so überwürzt, gell? Mhm. Kennst du das, wenn die so überwürzt sind, so total salzig und so? Ich versuche gerade das Ravioli rauszuschmecken. Aber schmeckt echt nicht noch sehr ähnlich. Mhm. Also crunchy auf jeden Fall, echt geil. Ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Mhm. Ja, wie ihr seht, wir essen, das ist ein gutes Zeichen. Oh mein Gott. Da ist die Mousse. Pistazienmus, krank, echt. Das Kranke war aber, dass jedes einzelne Mousse ausverkauft war. Ja, weil das, die stehen da drauf. Preis-Leistung, wenn du sowas bei Dem und so holst, ist unglaublich. Komm mal, ich wollte ja Ding, du wolltest ja erstmal das Macadamia, dann wollte ich Pekan, weil Pekan ist auch eine geile Nuss. Gab's Pekan-Mousse? Ja. Ja. Beziehungsweise aber nicht auch mehr. Ausverkauft. Ja, ausverkauft. Ja. Pekan ist ends, auch ends heftig und dann habe ich halt Ding. Weil Pistazienmus ist nichts, wo sich sagt. Qualität. Qualitätssiegel. Ja. Schon heute habe ich echt frisch zufällig. Ja. Hat wirklich nichts mit Kuro direkt zu tun. Oh mein Gott. Müsli mit Banane. Mein Gott, spoiler Traube. Doch nicht, Mann. Spoiler doch nicht. Müsli, Banane, Traube, bisschen Whey-Protein und am Ende Haferflocken. Und am Ende tut man ein bisschen so Mousse drüber und es schmeckt so unglaublich geil. Ich hatte heute nur ein bisschen langweilig Erdnussmousse. Echt langweilig, Mann. Oh mein Gott.
Komm, lass mal riechen. Echt geil. Okay, die sind süchtig, mach mal. Riechst du das? Da riechst du echt ein Ding, Mann. Echt geil. Steht da irgendwie eine Verzehrsempfehlung? Super. Alter. Ja. So, hör mal. Er tut das da rein, oh mein Gott. Ja klar. Kreation. Er muss abschlecken. Okay, das ist schon krass. Das ist halt so, wo mir einfällt, so ein Wraps. Es gibt ja so Tortilla-Wraps, Kidney-Bohnen und so. Da tust du so ein bisschen sowas rüber. Ist mega geil. Das würde sehr intensiv schmecken. Schmeckt auf jeden Fall. Alter, wieso gehst du mit deinen Fingern da rein? Richtig Tunesier. Ja, und jetzt? Das ist Mousse. Das musst du als was Besonderes behandeln. Wir müssen es probieren, Junge. Ja, okay. Bist du nicht mehr ganz sauber, Tati, oder? Denkt, wir sind hier in Tunesien, das aber ist okay. Mousse. Also ich weiß ja nicht, mit was du in der Hand hast, Alter, aber ich arbeite auch mit so welchen Dingen. Ja, tagtäglich, Alter. Oh mein Gott, und da gehst du mit dem Finger rein. Weiß ja niemand. Oh mein Gott. Oh, das ist schon geil. Okay. Echt geil, Mann. Macht's weiter, Mann. Ich kann's kaum aushalten. Wie willst du das jetzt dann den Leuten jetzt sagen, ob das gut ist oder nicht? Ja, ich will. Weil du es jetzt aufgemacht hast, oder was? Ich will jetzt nicht fertig machen vor der Kamera, deswegen. Alter, Marzipan, was ist das? Jetzt warte mal, schau mal hier. Karamellschokolade mit 100% Pistazien. 100%. Also einfach nur Pistazien. Ja. Nix. Wer hat das bestellt? Krass. Karamellschokolade mit Mandeln und Meersalz. Ja, alle, mach auf. Das haben wir alle bestellt, Mann. Okay, so. Nur dein Mousse war extra und meine Riegel. Auf die Riegel habe ich schon im Jager gegeiert. Ja, da sind sie. Okay, die Diät ist schon mal am Arsch. Der braucht Diät, Mann. Was ist das jetzt hier? Was war das jetzt? Du hast Salty. Irgendwas mit Meersalz. Caramel Chocolate with Almonds and Sea Salt. Geil. Geiler Scheiß. Okay, das schmeckt auch geil. Und auf einmal dieser Salzschock. Und das ist auch saftig. Ja, wer süß und salzig. Oh mein Gott. Magst du das süß und salzig? Das kommt ich finde das Beste, ja, was es gibt, Mann. Süß und salzig. Man macht, ich sag euch mal eins, wenn man in Schokolade eine Prise Salz reinmacht. Shit, noch einer. Ja? Entwickelt der Schokolade den Geschmack, Alter. Es rundet den Geschmack perfekt ab. Oh mein Gott, das ist viel zu krass. Jungs, wie teilen wir das eigentlich auf heute, oder? Ich versteck was davon mit Zahn, damit ich länger was davon hab. Ja. Ich bin jetzt schon raus, Alter. Jungs, das ist viel zu krass, Alter. Ich glaube, das hat Nico bestellt. Das schlechteste von allen, Alter. Und irgendwelche Schokoflocken. Schokodrops. Das ist doch zum Backen oder so eigentlich. Ja, kann man auch. Schau mal. Die sind auch so für Müsli und so. Nein, man muss halt natürlich jetzt mal schauen, wie die Schokoladenqualität ist. Riecht schon mal sehr gut. Zartbitter Schokolade. Riecht mal. Boah, schön nach Kakao. Schon echt gut, Mann. Okay, ausgerechnet, ich war nicht dabei bei der Bestellung bei Koro. Endsleidend. Ja, das ist aber jetzt echt nicht zum einfach pur essen, oder? Nein, das ist halt eine Backschokolade. Toll. Und was machen wir damit? Ja, backen. Ja, geht mal. Aber das schmeckt schon gut, Mann. Mhm. Ja, ist es so krass? Mit Xylit ist das, also ja, mit keinem. Xylit ist ein anderer Zucker. Ja. Also das ist ein Zuckersatz. Zuckersatzstoff, ja. Das ist geil. Schon geil. Die ist nicht so bitter, gell? Weißt du, was ich meine? So im Nachhinein, es gibt so Schokoladen, die sind ernst bitter. Die ist echt gut, Mann. So. Oh mein Gott. Alter, ich weiß gar nichts über die Riegel zum Beispiel. Davon weiß ich nichts. Das wissen wir auch nicht mehr. Warte. Ich weiß nicht, Kokos ist immer echt zu polarisieren. Entweder ernst ganz oder ernst schlecht. Ja, Mann. Ist nie so, ja, nie so dazwischen so. Echt so. Aber da sind ja einige drin, Leute. Geil, ich kann's aufmachen. Warte, ja, mal. Geht schon. Geht. Also Konsistenz ist schon mal weich, oder? Alter, ganz ehrlich, wenn ich einmal bei
Oh, das ist so geil, wie dieses Salz schmeckt. Das ist echt krass. Krass, gell? Das ist schon mal also ein sehr großer Favorit, oder? Ja, das ist echt krass. Also das da und das da, bis jetzt absolut meine Top-Favoriten. Das ist halt sehr anders, wirklich. Sehr. Ist. Das ist irgendwie voll geschmacksneutral. Wie kann ich mir sagen? Wow, das schmeckt hardcore nach Kokos. Ja, voll, das ist doch nicht neutral. Aber das ist echt Kokos. Also das ist volle Kanne Kokos, das ist neutral. Boah. Ist halt. Ich finde es halt neutral, also nicht süß. Also überhaupt nicht süß, nicht salzig, nicht. Ich weiß schon, was ich meine. Milde. Schau mal, es hat so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zutaten. Ja, nur. Wer Kokos mag, der wird es lieben. Aber ich weiß schon, was Hong meint, oder? Es ist wie, aber wenn wahrscheinlich du das Innere eine Kokos in Nuss isst und danach ein paar Mal kostet. Ja, aber die genau Sache ist, glaube ich, die, das ist halt, es ist, glaube ich, einfach eine andere Art Riegel. Einfach eine andere Art Müsse-Riegel. Also, ja, es weißt du, was ich meine? Mega. Also geht eher in die gesündere, ist nicht so. Also der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nee, schlecht ist nicht. Schlecht ist kein Fall, aber anders. Ja, ist ein einfacher, leckerer Kokos. Aber der ist total anders, Mann. Das ist echt geil. Boah. Alter, die waren alles. Um echt zu sein, sehr gut. Also ich kann biegern, ich habe nur positive Worte für dich. Ich muss nur bestellen, dann bestellen ein paar Freunde von mir, ein paar Familienmitglieder. Ich bestelle öfter Dinge. Leute, machst du das? Ich schon rumsprechen. Barisch hält die Kooperation am Leben. Hallo. Ja. Jeden Monat gönnen wir uns dann. Alles dank Barisch. Und hoffe ich auch irgendeiner von euch, mindestens einer, dann lebt unsere Kooperation vielleicht. Safe. Aber Alter, echt lecker. Der Super-Dip. Oh mein Gott. Jetzt probier nur mal nur das Ding. Dann schlag's mal ab, damit du nur die Pistazie schmeckst, oder? Du musst ja nur das Mousse schmecken. Wieso muss ich? Ja, damit du weißt, wie das schmeckt, oder? Mmh, nett. Verstehst du? Mmh. Schmeckst du die Pistazie, oder? Das ist endsheftig. Ja. Alter, noch ein. Das ist endsheftig, Mann. Abschließende Worte an Pingan und Kogo. Ja, Mann. Sehr gute Produkte. Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall. Ist ja auch alles. Stimmt, weil ich rechne wirklich nach. Ich sag das nicht nur so. Weil das ist ja auch, das ist auch viel Bier und so. Stand doch da, glaube ich, oder? Vergleicht das auch mal mit DM und so, die Preise. Ist wirklich. Ist auf jeden Fall Preis-Leistung. Stimmt hier auf jeden Fall. Geschmacklich wirklich alles sehr top. Meine Favoriten auf jeden Fall hier dieses krasse Karamell, Schokolade mit Mandeln und Meersalz. Auf einmal das Meersalz. Das ist absolut krass. Und diese Mousse hier, wenn alle Mousse so schmecken, so intensiv nach dem, was drin ist, geil. Richtig geil, wirklich. Macht's weiter so, Alter. Piran, du hast mich. Ich hab echt, ich bin nie zum Bestellen gekommen. Ich hab's irgendwie in Vergessenheit ist geraten. Ich werde öfter bestellen, die Sachen holen. Ja. Ja, Mann. Ich fand die schon immer gut, Koro. Und die Macadamia-Mousse muss ich probieren. Und Pekan-Mousse. Pekan-Mousse. Ja, ich kann nur sagen, es war lecker. Unser Highlight des Monats, weil momentan haben wir nicht viele Highlights. Aber wir ziehen trotzdem unser Ding durch. Wir haben mega Spaß und darauf kommt es an. Ich hoffe, unser Spaß ist irgendwie ansteckend und wir können euch irgendwie aufmuntern, dran teilhaben lassen. Grüße gehen raus an Kogo und Piran, alter Kollege. Nur dadurch haben wir die Kooperation bekommen. Und je nachdem, wie wir performen, wahrscheinlich eher schlecht, aber je nachdem ist es längerfristig. Grüße gehen raus, das war's von uns. Gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo, checkt Kogo ab, Link ist in der Beschreibung und verwendet den Code, Rabattcode, super saftig!